Ich freue mich natürlich, dass wir wieder ein neues Königshaus haben. Ich freue mich sehr, dass ich die Stadt Shortens für ein Jahr vertreten darf. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf. Herzlich willkommen zum Buspudding. Heute, wie Herr Held schon gesagt hat, zum vierten Mal. Und ich denke, das wird wieder eine spannende Veranstaltung werden. Insgesamt haben wir heute leider nur 5 Teams. Das hat damit zu tun, dass kurzfristig welche absagen mussten wegen Einsatz im Emsland. Aber natürlich auch bei Norbert Diekmann mit seinem Sohn, ihr seid für die Technik verantwortlich dieses Jahr. Ne? Also von daher auch an euch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen Teams, auch wenn es nur 5 sind, viel Erfolg, gleich viel Kraft und euch als Publikum viel Spaß beim Zusehen und kräftig anfeuern. Ja, vielen Dank, Tomke. Jedes Team wird 2-mal den Bus ziehen und die beste Zeit zählt dann. Wir sind bereit, wir wollen starten mit dem ersten Team. Und das erste Team, was jetzt gleich hier loslegen wird, das ist von dieser Kita. Und zwar ist das Team Kita 2 von der Grundschule und Kita hier aus Shortens. Und wir haben 5 Teilnehmer, die ziehen. 3, 2, 1. Wir feuern Team Kita 2 an. Der Bus kommt in Bewegung und das ist das Schöne, wenn er erst in Bewegung ist, dann ging es einfacher. Aber es sind noch ein paar Meter zu ziehen. Es wird umgedreht, der Zug wird lang und der Bus wird schneller. Das heißt, da holt man die Zeit mit raus. Der Bus wird schon 21:72. Wir messen bis ins Hundertste. Das heißt, einmal ein Applaus für Team Kita 2, Team Fitness World. 3, 2, 1. Der Teamkapitän Charlie brüllt sein Team an, der Bus kommt in Bewegung. Es wird gehoppelt, es wird umgekehrt gezogen. Wir feuern Team Fitness World an. 16,38 hingekriegt. Von wegen, wir haben ja über nichts gemacht. Ne? Da war Kita 1, 3, 2, 1. Wir feuern Team Kita 1 an. Jetzt ist er in Bewegung, jetzt wird es einfacher, jetzt wird umgedreht, jetzt wird gezogen, was das Zeug hält. Er kommt in Bewegung, die Geschwindigkeit nimmt 21,42, heißt also auch eine sehr gute Zeit im gemischten Sektor. Ein weiteres Fitnessstudio hat sich angemeldet und dort sitzt jetzt erst einmal das Herrenteam in den Startlöchern. Die Rede ist hier von Viva Fitness. 3, 2, 1. Der Bus kommt in Bewegung, ne? Anfangs 12 Tonnen stehend und jetzt geht es darum, diese 12 Tonnen auch in die Bewegung zu kriegen. Wenn die ersten Männer da sind, dann wird umgedreht und jetzt geht es darum, die Geschwindigkeit zu machen. Hier wird die Zeit 20,08 für Team Nummer 5 und wir begrüßen mit einem großen Applaus, hier ist Team Nummer 5, nämlich Viva Fitness Woman. 3, 2, 1. Er kommt in Bewegung, da sieht man jetzt, ab jetzt wird es angenehmer, jetzt ist in Bewegung drin und jetzt kann man das Ganze nämlich dann auch in die Geschwindigkeit umsetzen. Jetzt ist die Geschwindigkeit da, Linda feuert ihr Team an und wir unterstützen. Viva Fitness Woman 24:24 und das ist ein riesengroßer Applaus für einen. Heißt, diese haben jetzt eine erste Zeit vorgelegt und jetzt geht es darum, ihre Zeit zu verbessern. Vita 2, 3, 2, 1. Er bewegt sich, jetzt ist er da, jetzt sind die alle 4 Räder bewegen sich, das heißt, jetzt ist es nur noch darum gemacht, daraus Geschwindigkeit zu schalten. Die Bewegung 22:03, hier kommt der Countdown für die Fitness World, 3, 2, 1. Und wir feuern unsere Teams an, hier Team Fitness World zieht den Bus, die Geschwindigkeit ist da. 16:43. Kita 1, 3, 2, 1. Wir feuern Kita 1 an. Und jetzt ist er in Bewegung. Jetzt geht es darum, die Flieger rauszuholen. Wo sind die Meter zu holen? Wir beschleunigen den Bus. 21:64 für Team Kita. 3, 2, 1. Es wird angefeuert. Werner gibt alles, um sein Team nach vorne zu bringen.
Es wird gezogen, was das Zeug hält. Wir sind gespannt, was bei der Zeit noch rauskommt. Jetzt geht die Geschwindigkeit. Jetzt ist umgedreht und jetzt wird gezogen. Jetzt ist die Geschwindigkeit. Lieber Fitnessman hat sich sogar verbessert. Von einer 20.08 gingen wir auf eine 20.04. Viva Fitness Women. 3, 2, 1. Jawohl. Er ist unterwegs. Mit einem lauten Knall. Und jetzt ist er in Bewegung. Jetzt haben wir die Schwierigkeit überwunden. Das stehende Objekt wurde geändert. Jetzt wird umgedreht. Jetzt wird gezogen, was das sollte. Jetzt geht's um die... Hat sich auch verbessert. Und zwar haben wir jetzt eine 24-22, um 200 sind noch hinten rausgeholt. Ne? Man, wo seid ihr? Und das passende Pendant dazu, die Damen sind auch dabei. Girl Pop. Im Anschluss gibt es eine Siegerehrung auf der Bühne. Zu gewinnen gibt es natürlich die Ehre der Stadt mit einem Pokal und Medaillen. Kita Team 1. Und... Dritte Jahr in Folge Titelverteidiger. Das heißt, so ganz kaufen wir euch nicht ab, dass ihr ein Jahr lang nichts macht. Aber in einer Bestzeit. Und die allgemeine Bestzeit des heutigen Tages, nämlich 16:38 bei den starken Männern der Fitness World aus Shortens. Der verkaufsoffene Sonntag bei uns beim ersten Stadtfest ist wieder ein voller Erfolg und man sieht ja auch, dass viele Menschen auf der Straße sind, viel Spaß haben und natürlich spielt das Wetter auch eine große Rolle. Also wir haben auch Glück mit dem Wetter in diesem Jahr und sind also sehr zufrieden. Have done all that we destroyed.